Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauß Wanderlust, aber das wisst ihr bestimmt schon. Ich bin heute im St. Ingberter Wald unterwegs und gehe in die Dorndorfhütte. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese 11 Kilometer so sind, dann kommt mit. Heute geht es mal an die Dorndorfhütte. Wenn ich Glück habe, gibt es da leckeren Kuchen, was ich so gelesen habe. Die Hütte wird vom Saarwaldverein betreut. Ich bin gespannt. Was soll ich sagen? Es regnet. Aber noch etwa 4 Kilometer, dann bin ich auch schon wieder im Auto. Noch etwa 2 Kilometer, dann bin ich auch schon wieder im Auto. Das ist auch gut so. Es regnet momentan sehr, sehr viel. Bin ich ja gewöhnt, wenn ich alleine gehe. Naja, was soll's. Auf jeden Fall war es in der Dorndorfhütte sehr lecker gewesen. Habe einen Käsekuchen gegessen. Super lecker. Daumen hoch dafür. Wenn euch diese Tour gefallen hat, würde ich mich über Kommentare sowie über einen Daumen hoch sehr freuen. Bedanken tue ich mich auch, dass ihr wieder reingeschaut habt. Also, bis dann. Ciao, ciao. Hallo liebe Wanderfreunde, ihr kennt mich, ich bin Marco vom Kanal Strauß Wanderlust. Heute bin ich im St. Ingberter Wald unterwegs und gehe in die Dorndorfhütte. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese
11 Kilometer so sind, dann kommt mit. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauß Wanderlust, aber das wisst ihr bestimmt schon. Ich bin heute im St. Ingberter Wald unterwegs und gehe in die Dorfdornwaldhütte. Heute geht es dann mal zur Dorndorfhütte und wenn ich Glück habe, gibt es da leckeren Kuchen, die Dorfdorn Dorndorf.